Hallo Freunde, hier seht ihr die Erzeugnisse meiner Bastelarbeiten von früher. Ich war mal ein Liebhaber von selbstgebauten Segelschiffen. Hier seht ihr sie an ihrem angestammten Platz. Das ist eine amerikanische Brigantine, ein Eindecker mit Kanonen, aber frühen 18. Jahrhundert für den Küstenschutz vor den amerikanischen Küste eingesetzt, vor der Ostküste. Ja, alles Handarbeit. Hier seht ihr noch ein zweites. Das ist ein dänisches Frachtsegelschiff für die Küstengewässer. Hier noch ein schönes Bild von Bornholm, eine meiner Lieblingsinseln in der Ostsee. Ja, wie gesagt, ich werde die noch mal genauer vorstellen. Hier seht ihr noch zwei weitere. Das ist einmal ein Plattbodenschiff für die niederländischen Küstengewässer. Diese Schiffe hatten keinen Kiel, sie konnten bei Ebbe trocken liegen, ohne dass sie umfielen. Das ist ein Fischereischiff. Und hier oben sieht ihr noch ein weiteres. Das ist auch ein Plattbodenschiff. Das ist so mehr ein Vergnügungsschiff gewesen. Wie gesagt, alle Schiffe habe ich selber gebaut. Ja, ich glaube 35 Jahre ist das her. Seitdem habe ich nichts mehr gemacht. Ja, da kommt der Beruf dazu und naja, hat immer weniger Zeit, so ein Schiff zu bauen. Das war ja nicht mal eben in ein paar Stunden gemacht, ne? So, dann werde ich sie, wie gesagt, nochmal bei Gelegenheit oder in diesem Video nochmal genauer vorstellen. So, da bin ich wieder. Ja, ich möchte jetzt mal die Schiffe einzeln vorstellen. Ich werde wahrscheinlich in diesem Video nur zwei Schiffe genauer vorstellen, weil das Video dann zu lange dauern würde. Ja, zuerst haben wir jetzt hier einmal die Brigantine. Das ist ein Zweimaster. Das Material ist aus Teakholz, also ich habe dafür nicht irgendwelche Bäume gefällt oder was. Das ist alles aus ökologischem Anbau. Ja, für dieses Modell habe ich ja ziemlich lange gebraucht, circa ein Jahr. Natürlich mit Pausen zwischendurch. Es war sehr aufwendig. Gebaut ist das Schiff auf Kiel. Dann sind Spanten gesetzt worden und auf die Spanten habe ich die einzelnen Planken aufgenagelt. Die Planken mussten vorher gebogen werden auf über Wasserdampf. Dann wurden die an die Spanten angepasst und aufgenagelt. Ja, Wert habe ich bei diesem Schiff auf die Takelage gesetzt. Also das Schiff ist ohne Segel. Die Takelage anzufertigen war auch nicht ganz einfach. Alles mit feinen Knoten versehen und so weiter und so fort. Das ist, wie gesagt, die Brigantine ist ein Zweimaster. Haben wir jetzt hier einmal den Großmast. An den Großmast sind hinten die Gaffelsegel angebracht. Dann haben wir jetzt einmal hier den Fockmast. An dem Fockmast sind drei Rahen und dort wurden die Rahsegel aufgezogen. Vorne haben wir noch die
den Klüver, ist hier vorne. Dann haben wir an den Klüver und an den Fockmast wurden die Focksegel aufgezogen. Ja, das Schiff ist wie gesagt ein amerikanisches Küstenwachschiff. Ende des 17. Jahrhunderts, Anfang des 18. Jahrhunderts. Das ist ein Eindecker, bestückt mit Kanonen. 8 Kanonen insgesamt. Dort seht ihr die Vorrichtungen, wo die Kugeln gelagert worden sind. Links daneben die Lenzpumpe. Da seht ihr 2 Fässer. Da haben sie nicht den Rum drin gelagert, sondern Trinkwasser. Vorne haben wir dann die Ankerwinde. Ja, wie gesagt, alles Handarbeit. Versuche ich mal etwas näher ranzugehen hier an die Planken. Und vielleicht seht ihr auch die einzelnen Nägel. Das sind ganz feine Messingnägel. Wie gesagt, das ist also kein Museumsstück. Das habe ich selber zusammengezimmert, dort gesagt. Ich wollte das, wie gesagt, nicht mit Segeln ausstatten, weil ich hier, wie gesagt, Wert legte auf die Takelage. Hier seht ihr auch die einzelnen Knoten. Das Repp auch fein verknotet. Ja, das war, wie gesagt, das erste Schiff, was ich überhaupt gebaut habe. Danach folgten, wie gesagt, noch 3 andere. So, das war der erste Streich. So, jetzt werde ich mal eine kleine Pause machen und das nächste Schiff hier hervorholen und hier auf die Bühne stellen. So, ich bin wieder da und zeige ich jetzt das zweite Schiff. Das ist ein Frachtsegelschiff, nur einfach mit Gaffelsegel und Focksegel ausgestattet. Hier auch wiederum Wert gelegt auf die Takelage. Ein Frachtsegelschiff für die Küstengewässer, auch etwas einfacher in der Bauart. Die Beplankung ist auch einfacher herzustellen. Das ist geklinkert. Auch auf Spanten gesetzt mit Kiel. Hier sind verschiedene Luken, die ich mal zeigen kann, die man auch öffnen kann. Hier
Könnt ihr einmal reinschauen. Entschuldigung, wenn das manchmal so ein bisschen von der Kamera hier Geräusche gibt. Ich habe die Kamera hier auf meinem Tisch stehen, auf der Tief, und das ist hier Glas. Und da kann das manchmal Geräusche geben. Hier haben wir jetzt die Ladeluken. Mal auch mal reinschauen. Und hier vorne auch noch eine Luke. Hier kann man sehen, wie die Platten gearbeitet worden sind. Ja, ist auch ein sehr schönes und großes Modell. Wenn draußen Geräusche sind, da wird an der Straße oder am Siegel gearbeitet. So, das war der zweite Streich. Und die anderen zwei Schiffe, die ich noch gebaut habe, die werde ich, wie gesagt, in einem zweiten Video nochmal vorstellen. So, ich hoffe, euch hat dieser erste Teil gefallen. Und sage dann erstmal Tschüss, bis zum nächsten Mal.